Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Justice for All. Und wir sind bei der Aussage von Mo stehen geblieben, der uns hier ganz fröhlich anlächelt. Und diese Aussage ist wirklich eine ziemlich gemeine Aussage, da man hier ziemlich leicht Leben verlieren kann, da man ihn ja nicht angreifen darf und, also zumindest nicht überall angreifen darf. Und ja, das Problem ist, warte, er war total im Arsch, das ist das größte Problem. Eigentlich wollte ich den Zwitter, aber ich warf einen Blick hinaus. Nee, der wird doppelt tot. Und das greife ich dann... Moment mal, sagen wir dazu, du hast es jetzt leider nicht vorgelesen, das tut mir echt leid. Sie warfen also noch einen Blick aus dem Fenster. Das könnte man so sagen, oder auch luscherte, guckte, blickte, schaute, gaffte. Herr Kurtz! Oh, Synonyme sind anscheinend auch verboten. Was soll ich bloß machen? Hat Sinn, dann auch weiter nachzufragen? Und ja, hier muss man weiter nachfragen. Und warum genau gucken Sie an jedem Abend aus dem Fenster? Warum? Warum? Clowns brauchen keinen Grund, um aus dem Fenster zu gucken, oder etwa doch? Darum geht es doch gar nicht. Ich meine, also, als wir uns gestern unterhielten. Nachdem ich in der Kiste lag, hörte ich diesen wahnsinnigen Lärm, irre laut. Hörte sich an wie ein gewaltiges Klonk. Ja, guck. Oh ja, das hatte ich ja total vergessen. Du hast das vergessen? Euer Ehren, der Zeuge guckte aus dem Fenster, nachdem er ein lautes Geräusch hörte. Er hat nicht einfach nur einen Blick aus dem Fenster geworfen. Oh Mann, stimmt ja. Hab ganz vergessen, das Klonk zu erwähnen, stimmt? Man sollte nicht einfach vergessen, das zu erwähnen. Tja, da hat sich nicht ganz... Recht. Ich denke, es wäre das Beste, wenn Mo seine gesamte Aussage wiederholen würde. Also gut, Herr Kurtz, bitte wiederholen Sie Ihre Zeugungsaussage. Sollte die Sache zu unserem Gunsten wenden. Ich hörte einen riesen Lärm von da draußen. Da guckte ich nach, was los war. Und dann fragen wir nochmal. Wie hörte sich das Geräusch an? Tja, ich würde sagen, es hörte sich an wie... also ich glaube... Herr Kurtz, wenn das Gerücht Sie erinnern dürfte, dass ein Witz völlig unangebracht wäre... Woher wussten Sie das, dass ich einen Witz machen wollte? Ich glaube, das Geräusch hörte sich an wie... Es hörte sich an, als wäre jemand mit einem harten Gegenstand geschlagen worden. Jawohl, genau so hat es sich angehört. Ehrlich. Als wäre jemand geschlagen worden, hm? Was dann? Du gingst zum Fenster und sahst... So, und nachdem man das angefangen hat, hat man nun bei dem letzten Teil dieser Aussage... Ich beobachtete die zwei und plötzlich zog Max vom Direktor irgendwas über den Kopf. Moment mal! Kann man hier etwas Bestimmtes nachfragen? Sie haben also gesehen, wie dem Direktor etwas über den Kopf gezogen wurde? Ja, das habe ich. Der Höhepunkt meiner Geschichte. Hat eine echte Vorliebe für wahllose Gedankensprünge. Was denken Sie, womit würde das Opfer geschlagen? Du meinst, mit was für einer Waffe? Keine Ahnung. Am Tatort wurde keine Waffe gefunden, oder? Nein, nein, nein. Sie sagten doch, Sie hätten alles gesehen, oder nicht? Tja, ich, ja, ich denke schon. Moment, ich habe ich gar nicht. Ich habe keine Waffe gesehen. Mo, haben Sie jetzt gesehen, dass in dieser Nacht ein Mord begangen wurde, oder nicht? Ah ja, Einspruch. Ich lasse nicht zu, dass mein Zeuge auf solche Art und Weise behandelt wird. Ich hoffe, du hast gute Gründe, diesen armen, hilflosen Clown so anzufahren. Du weißt, was passiert, wenn ich nicht... Wenn nicht... Konventionalstrafe. Und das ist eine ziemlich harte Strafe. Ihr seht, wie viel das zieht. Die Hälfte der ganzen Leben. Warum so melodramatisch? Und wie geht's weiter, Phoenix Wright? Hast du einen triftigen Grund für die Aussage meines Zeugen anzuzweifeln? Jetzt haben wir die Möglichkeit, natürlich nicht oder natürlich anzuklicken. Wenn man natürlich nicht, dann verliert man... sehr wenig Leben, aber man verliert welche. Und man kann nur auf natürlich drücken, wenn man eben diese Sachen angegriffen hat, die wir eben angegriffen haben. So, und dann können wir jetzt natürlich auf natürlich drücken. Ich habe einen verdammt triftigen Grund. Und darf ich davon ausgehen, dass du uns den verdammten Grund auch mitteilst? Natürlich. Der Grund ist... die Aussage des Zeugen. Was soll das jetzt wieder heißen, Herr Wright? Mo sagte, er hätte gehört, wie jemand geschlagen wurde. Ja, das hat er gesagt. Allerdings hat Mo unter Eid Folgendes ausgesagt. Ich beobachtete diese zwei und plötzlich zog Max dem Direktor irgendwas über den Kopf. Wenn wir Mo glauben, dass er aus dem Fenster guckte, nachdem er ein Geräusch hörte, wie soll er dann gesehen haben, wie Max irgendjemanden etwas über den Kopf zog?
1972 wurde der vierte. Ich bin. Herr Kurtz, wie lautet Ihre Antwort auf den Einwurf von Herrn Wright? Dass sie nicht begangen hatten. Sie brachen aus und tauchten im Clown Angelus. Herr Kurtz, wozu rezitieren Sie das C-Team-Intro? Halten Sie das Gericht zum Narren? Nein, ganz und gar nicht. Ich versuche bloß Zeit zum Nachdenken zu gewinnen. Klasse gemacht, Nick. Dieser Erzeuger hat immer ein ausgesprochen selektives Gedächtnis. Um die Wahrheit herauszufinden, muss man die Clownmaske nur nach und nach abtragen. Tja, Und? Fertig gedacht? Also, es war ziemlich genau so, wie ich bereits sagte. Ziemlich genau? Als ich aus dem Fenster guckte, lag der Direktor schon mit dem Gesicht im Schnee. Die Anklage hat mir geholfen, meine Erinnerungslücken zu schließen. Von Karma? Sie beeinflusst mal wieder die Zeugen. Sie haben also gar nicht gesehen, wie der Direktor geschlagen wurde? Nein. Als ich aus dem Fenster guckte, hatte der Direktor schon den Holzpyjama an. Holzpyjama? Jo, ab in die Kiste und zack in die Grube. Herr Kurtz! Euer Ehren? Sie haben also nicht gesehen, wie das Verbrechen begangen wurde, den Täter aber schon. Ja, hab ich. Der Direktor lag der Länge nach auf dem Boden und daneben sah ich einen Schatten. Also gut, dann sagen Sie bitte zu dem Schatten aus. Wahrheitsgemäß. Und ich warne Sie auch nur den Anflug eines Witzes. Dann stecke ich Sie so lange in eine Zelle, bis Sie Achtung vor dem Gericht gelernt haben. Na gut, ich reiß mich zusammen. Oder er steckt ihn in seinen Arsch. Zeugenaussage, der Schatten. Er befand sich zwar in einiger Entfernung, aber das war eindeutig Max. Da gibt's keine zwei Meinungen. Ich habe deutlich seine Markenzeichen erkannt. Sein Zylinder, der schwarze Umhang, alles deutlich zu erkennen. Ich konnte zwar sein Gesicht nicht sehen, aber er war es, keine Frage. Sein Umhang flatterte im Wind, deshalb weiß ich nicht, was er in der Hand hatte. Scheint, als hätte der Angeklagte sich wirklich am Tatort befunden. Hat ganz schön gedauert, bis der Groschen fiel, was? Egal, das sollte dann wohl reichen, oder? Eine äußerst entscheidende Aussage. War Max in der Nacht wirklich am Tatort? Er sagte, er wäre nicht da gewesen. Darauf sollten wir weiter vertrauen. Nun dann, Herr Wright, der Ihr Zeuge. Kreuzverhör. Der Schatten. Er befand sich zwar in einiger Entfernung, aber das war eindeutig Max. Moment mal. Finden Sie nicht auch, dass Sie sich Ihrer Sache etwas zu sicher sind? Das war eindeutig Max. Ein wirklich schwerer Vorwurf, finden Sie nicht? Worauf willst du hinaus? Ich möchte nur zu bedenken geben, dass es hier um das Leben Ihres Kollegen geht. Sind Sie sich wirklich zu 100% sicher, dass es Max war? Über so eine ernste Sache würde nicht mal ich Scherze machen. Der Schatten, den ich gesehen habe, war Max. Davon bin ich fest überzeugt. Sieht diesmal nicht so aus, als würde er wieder umkippen. Gehen wir der Sache nochmal durch. Was macht Sie so sicher, dass es Max war? Da gibt's keine zwei Meinungen. Ich habe deutlich seine Markenzeichen erkannt. Moment mal! Trilo hat das gleiche gesagt. Wenn die Markenzeichen der einzige Beweis sind, die hätte ich auch tragen können. Was, wenn in Max Kostüm ein anderes steckte? Das habe ich mir auch schon überlegt. Aber an der Form des Gesichts konnte ich eindeutig Max erkennen. Sind Sie da ganz sicher? Was für ein dummes kleines Bürschchen. Und die Falle schnappt zu. Sein Zylinder, der schwarze Umhang, alles deutlich zu erkennen. Moment mal. Sie sind sich also ganz sicher, was Sie in der Mordnacht gesehen haben? Ich habe genau das gesehen, was ich genau ausgesagt habe. Ich habe echte Adleraugen. Oder eher Clownsaugen, unendlich von Witz. Ich dachte immer, Vögel könnten nachts so gut wie gar nichts sehen. Aber ich habe noch mehr gesehen. Ich konnte zwar sein Gesicht nicht sehen, aber er war es, keine Frage. Moment mal. Und Sie waren in der Lage, von Ihrem Fenster aus so genau Details auszumachen? Aber sie sagt das ja selber auch. Ja. In der Nähe des Tatorts befand sich eine Lichtquelle. Jeder, der nur einigermaßen sehen kann, hätte das erkennen können. Nur aus Neugier. Mo, wie gut ist genau Ihre Sehschärfe? Auf dem linken Auge sehe ich wie ein Adler und auf dem rechten wie ein Falke. Unsere Unterlagen bescheinigen ihm eine Sehschärfe von 100%. Oha.
das bedeutet wohl, dass er alles gut erkennen konnte, was hier am Tagebuch abspielte. Je länger wir uns mit dieser Sache beschäftigen, desto schräger wird es. Hey, ihr habt schließlich gefragt, wie gut ich sehe. Von Prozenten war nicht die Rede. Sein Umhang flatterte im Wind, deshalb weiß ich nicht, was er in der Hand hatte. Moment mal! Sie konnten also nicht erkennen, was der Täter in den Händen hielt? Ja, richtig. Ich hätte gerne gewusst, was das laute Geräusch verursachte. Muss was verdammt Hartes gewesen sein. Leider wurde keine Mordwaffe gefunden. Wir gehen von einem stumpfen Gegenstand aus. Zumindest die Mordopsie berichten nach. Ein Hut erschlagen. Nach den beiden Aussagen von Trilo und Mo, könnte man wirklich denken, dass Max der Mörder war. Nick, du musst unbedingt einen Widerspruch in seinen Aussagen denken. Du hattest doch vorhin noch gesagt, du wüsstest, warum die immer ihre Gedanken liest. Ja, wegen dem Medium, weil sie ja das Medium ist. Ach, stimmt, aber gut, es hat auch so eine andere Frau, das auch schon öfters mal gesehen. Das ist auch Gamshu hat die, glaube ich, schon mal gelesen, deswegen, also. Bei ihr vielleicht schon, aber. Ich dachte nämlich vorher, dass wir ein Spiel, also das wäre so ein kleiner Gedankenfehler, sag ich jetzt mal, ein Spiel, dass sie das. Ja, aber sie ist Medium, sie kann begeistern, kann Geister rufen, wenn nicht. Deswegen, das wird diesmal leider nicht reichen. Ich wollte jetzt schon riechen sagen. Was? Ich muss beweisen, dass Mo nicht Max, sondern jemand anders gesehen hat. Das ist der einzige Ausweg. Ich muss es einfach schaffen. Er befand sich zwar in einiger Entfernung, aber das war eindeutig Max. Und die Aussage, die Aussage, der Widerspruch dieser Aussage ist eigentlich sogar ziemlich einfach, würde ich jetzt mal so behaupten, weil, wie es ja noch nicht erkannt, sein Zylinder, seine schwarze Umhang, alles deutlich zu erkennen. Wenn man jetzt aber das Poster anguckt, mit Max 3 Markenzeichen und drauf. Rose. Und Rosen, also ich würde dann wohl sagen, er müsste die Rosen noch mit erwähnt haben. Alles deutlich zu erkennen, also wenn er jetzt, wie er sagt, ja, es gibt keine zwei Meinungen, ich habe deutlich seine Markenzeichen erkannt, was ist dann mit den weißen Rosen? Also zeigen wir mal das Poster. Einspruch! Sie sagten, sie hätten Max Markenzeichen deutlich ausmachen können. Ich denke schon, den Zylinder und den Umhang, stimmt's? Mo, jeder weiß, dass Maximilian Galactica 3 Markenzeichen hat. 3? Ja, auf die Plätze, fertig und jetzt alle! Zylinder, Umhang, weiße Rosen! Was zu, das ist doch vollkommen belanglos, ob er nun wusste, dass es 3 waren oder nicht. Was er gesehen hat, hat er gesehen. Er hat bloß eins vergessen zu erwähnen. Oder einfach nicht, Mo? Mögt ihr Pi, ich liebe Pi 3,14. Halt den Mund, sag gefälligst die Wahrheit. Keine Dezimalbrüche. Ist das doch kein Dezimalbruch. Pi ist doch kein Dezimalbruch. Ach, egal. Ruhe. Mo, sie haben keine Rosen gesehen, oder etwa doch? Ehrlich gesagt, Rosen hatte die Person, die ich gesehen habe, nicht dabei. Einspruch! Am Tatort war es dunkel, ganz offensichtlich zu dunkel, um so ein Detail auszumachen. Einspruch! Aber der Zeuge hat doch behauptet, die Gesichtsumrisse des Täters erkannt zu haben. Ganz von abgesehen sind die Rosen weiß. Die hätte er auf jeden Fall sehen müssen. Dann sind die Rosen wohl runtergefallen, als der Angeklagte das Opfer angriff. Wäre das der Fall gewesen, hätten die Polizei sie am Tatort finden müssen. Alright. Sind die weißen Rosen in diesem Fall wirklich so von Belang? Nicht im geringsten, das ist nur wieder eins sein von seinen Spielchen. Jetzt habe ich sie. Immer wenn ich ein Körnchen Wahrheit finde, guckt es kurz zu mir rüber und haut ab. Ja, hier spielt jemand Spielchen, aber nicht ich. Euer Ehren, können Sie sich an Tridos Aussage erinnern? Eine Verwechslung ist ausgeschlossen, denn er trug die drei lächerlichen Symbole. Es ist unmöglich, jemanden zu verwechseln, der so verrückt gekleidet und hochnäsig ist. Er ist unverkennbar mit seinem snobbigen Dreiteiler. Trido hat sie alle gesehen, alle drei Markenzeichen von Max. Dieser Zeuge allerdings behauptet, die Person hätte keine weißen Rosen gehabt. Eindeutiger kann ein Widerspruch nicht ausfallen. Doch, im allerersten Fall befindet sich bei Teil 1. Was soll ich davon halten? Man ist ja gehalten, unwichtige Details zu vernachlässigen, aber hier... Euer Ehren, vergessen wir die Rosen und denken an seine andere Aussage. Der Zeuge hat unzweifelhaft erklärt, er habe Maximilian Galactica gesehen. Alles andere ist unwichtig. Lasst uns diesen Fall jetzt endlich abschließen. Euer Ehren, es mag sich nur um eine Kleinigkeit handeln, aber sie genügt zum Zweifel. Ehrlich gesagt habe ich so meine Zweifel an dem Zeugen. Im Gegensatz zu Wein ist der Zeuge mit zunehmendem Alter nicht gerade reifer geworden. Ich bin nicht reif. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich bin mir zu 99% sicher, dass der Zeuge die Angeklagten gesehen hat. Allerdings, die restlichen Prozentpunkt Zweifel bleibt weiter bestehen. Ich werde also zur Ausräumung dieses Zweifels eine weitere Befragung zulassen. Was?
Sollte seine nächste Aussage keine Widersprüche enthalten, werde ich mein Urteil fällen. Das Urteil. Nick, das ist deine letzte Chance. Zeugenaussage. Der Schatten Teil 2. Ich bin mir absolut sicher, da waren keine weißen Rosen. Aber die anderen Markenzeichen habe ich gesehen, da bin ich genauso sicher. Besonders der Zylinder. Ich habe die Verzierung noch genau vor Augen. Er hatte den Zylinder die ganze Zeit lang auf. Herr Wright, denken Sie doch. Sie haben nur einen Versuch. Nur einen Versuch? Und wagen Sie nicht, den Zeugen anzugreifen. Wenn Sie mich davon überzeugen wollen, dass Herrn Kurtz Aussagen widersprüchlich sind, sollten Sie mir zumindest den Hauch eines Beweises für Ihre Behauptung vorlegen. Ich habe noch einen einzigen Versuch. Da muss ich besonders aufmerksam sein. Verstanden, Euer Ehren. Mehr als einen Versuch brauche ich nicht. Zeugenaussage. Kreuzfeuer. Der Schatten Teil 2. Ich bin mir absolut sicher, da waren keine weißen Rosen. Und das konnte man im allerersten Spiel nicht machen. Ich habe es jetzt selber nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, ein einziger Fehler ist hier wirklich der Tod. Also greif ihn lieber nicht an. Auch nicht angreifen. Auch jeder einzelne falsche Beweis nimmt uns alle Leben weg. Aber der Widerspruch ist eigentlich ziemlich einfach. Und zwar, ich habe die Verzierung noch vor Augen, ja. Er hat den Zylinder die ganze Zeit lang auf. Jetzt hören wir uns mal das Partnergespräch an mit Maya. Was meinst du, Nick? Jetzt sind wir schon so weit gekommen. Da werde ich doch nicht noch mehr verlieren. Es muss einen Hinweis geben. Und den finden wir bestimmt in der Gerichtsakte. Und ja, also er hatte den Zylinder die ganze Zeit auf und mir fällt gerade was auf. Wenn man die ganze Aussage anguckt, alles in grün, wie immer. Aber die Zeit ist rot. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist oder ob man darauf aufmerksam werden soll. Weil, wenn er den Zylinder die ganze Zeit aufhatte, warum haben wir den dann? Aber ich mache einen Self-Step, nicht, dass wir jetzt sterben. Aber eigentlich ist das, glaube ich, ist das der Widerspruch, weil das, warum haben wir den Zylinder denn sonst? Das hatten wir im ersten Fall auch schon mit der Brille, wenn du dich erinnerst. Vielleicht auch nicht mit Richard Wellington mit der Brille, die unter dem Opfer ja, das genau. Aber genau das. Das ist das Problem. So. Einspruch. Ja, hat geklappt. Das hier ist nicht zufällig der Zylinder, den Sie in der Mord noch gesehen haben. Jo, genau das ist der. Den Zylinder hat er in der Nacht auf. Und Ihnen kommt daran gar nichts merkwürdig vor? Wieso? Der Zylinder ist doch unverwechselbar. Ich verstehe. Gibt es irgendein Problem, Herr Wright? Frau von Karma. Wann genau wurde der Zylinder gefunden? Schon wieder so eine absurde Frage. Am Tatort natürlich. Am Tatort? Das heißt... Der Zylinder wurde also am Tatort verloren. Der Zeuge hat aber etwas ganz anderes ausgesagt. Die Aussage des Zeugen war, er hatte den Zylinder die ganze Zeit lang auf. Nein, das ist nicht wahr. Hier, da steht mit dem Daumen nach oben. Ruhe, 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 Herr Kurtz. Ja, euer Ehren? Was hat das bitte zu bedeuten? Sie sind alt genug, um zu wissen, dass man sich im Gericht nicht so benimmt. Hey, das stimmt gar nicht, das ist gemein. Was hier nicht stimmt, sind Ihre Augen und Ihr Gedächtnis unter anderem. Warum sind Sie so gemein zu mir? Was habe ich denn Schlimmes getan? Nur eine Vermutung. Sie mochten meine Witze nicht, stimmt's? Was soll mit meinen Augen, meinem Gedächtnis sein? Das ist alles wohl ein Schuss. Wieso bloß, dass ich so hoch sitze, weiß ich nicht. Das ist so sicher. Und außerdem werde ich mein Leben lang jünger sein als Sie. Wir sind hier nicht im Kindergarten, Herr Kurtz. Was glauben Sie, wer Sie sind? Ich habe ihn gesehen, ich schwör's. Ich habe längst gesehen. Auch wenn er seine Rosen nicht gerade nicht dabei hatte. Die Zylinder hatte er auch. Ich sag die reine Wahrheit. Oh je, jetzt hat er sich in ein aufsässiges kleines Kind verwandelt. Bemitleidenswert, oder? Als er den Tatort verließ, hatte er den doofen Zylinder immer noch auf. Er war da. Ja, verließ den Tatort? Was ist, Nick? Eins kommt mir schon die ganze Zeit Spanisch vor. Mo? Was denn nun wieder? Sie sagten, er verließ den Tatort. Auf welche Art und Weise verließ der Mörder den Tatort? Was? Er ging. Was soll das? Auf welche Art und Weise verließ er den Tatort? Das ist unzulässig. Einspruch! Phoenix Wright, greift den Zeugen an, euer Ehren. Einspruch! Die Aussagen des Zeugen sind lückenhaft, Frau von Karma. Da hilft kein Protestieren. Ich stimme Ihnen zu. Lassen Sie uns hören, was der Zeuge dazu zu sagen hat. Hast du damit ein Problem, mein Kleiner? Reden Sie nicht mit mir, als wäre ich ein Baby. Und außerdem, was ist das für eine Frage? Auf welche Art und Weise verließ er den Tatort? Wie soll ich die Antwort schon lauten? Er drehte sich um und ging weg. Was sonst? Diese Antwort habe ich erwartet.
Aber sind Sie sich da auch ganz sicher? Hä? Mir ist nicht ganz klar, worauf Sie hinaus wollen. Anwälte reiten heutzutage wirklich auf den kleinsten Kleinigkeiten herum. Haben Sie irgendeinen Beweis dafür, dass der Täter den Tatort auf andere Weise, auf andere Art verließ? Hast du die Ahnung, welcher das sein könnte? Ja, das ist ja hier das Bild, das Foto, was wir haben. Können wir noch? Tatortfoto? Oder was haben wir denn noch für alles? Wir haben noch eine zweite Seite. Wer den Tatort verließ? Die Holzkiste. Oder? Ist auch verlassen. Was sagen wir? Wir müssen wissen, wie er den Tatort verließ. Was sagen die Holzkiste dazu? Warte. Wir müssen wissen, dass er nicht weggegangen ist. Um es anders zu sagen. Ja, genau. Und weiß die Holzkiste das wirklich? Die Holzkiste weiß das bestimmt nicht. Aber ja, die Beweis ja verstanden, weiß die Holzkiste. Aber er kann auch drauf gestiegen sein, auch wenn der schon da drauf lag. Aber dann wäre er doch nicht. Ach, der. Oder hätte sich in der Kiste versteckt. Der Affe ist in der Kiste. Nein. Nee, dann die Holzkiste. Weißt du, was ich dir mit dem Foto jetzt sagen will? Ja. Was denn? Weiß ich nicht. Darüber, als wir das Foto bekommen haben, haben wir mit Herrn Gamschow geredet, dass er uns sagte, dass auf dem Bild was komisch ist. Da sind keine Fußabdrücke von Maximilian Galactica. Das heißt, er konnte nicht weggegangen sein. Nee. Das ist, was wir jetzt vorzeigen müssen. Ja. Nimm das. Ich dachte, wir sollen jetzt vorzeigen, wie er weggegangen ist. Hast du die Frage nicht mal gelesen, der Stand? Doch, aber ich habe gerade mir noch gedacht, wir sollen jetzt noch beweisen, wie egal, er egal. Sehen Sie sich bitte das Foto an. Ja, dass da keine Fußspuren sind, das wusste ich ja. Ja, ja. Besonders die Fußabdrücke im Schnee. Fußabdrücke? Die Fußabdrücke des Opfers sind auf diesem Foto deutlich zu erkennen. Aber, wo sind dann die Fußabdrücke des Täters? Das sind keine. Ich bin doch einfach an die Fußstapfen der anderen getreten. Das ist von vorher getreten. Uiuiuiui. Und Mo, auf welche Art und Weise verließ denn jetzt der Täter den Mord? Den Tatort. Euer Ehren, der Zeuge hat sich bereits als vollkommen unzuverlässig erwiesen. Ich beantrage, sämtliche Aussagen dieses Zeugen aus dem Protokoll zu streichen. Stattgegeben. Die Aussage dieses Clowns ist genauso klapprig wie das Clownmobil, mit dem er herkam. Einen Moment mal. Sie können doch nicht einfach alles streichen lassen, was ich ausgesagt habe. Okay, ich werde Ihnen die Wahrheit verraten. Ein Moment mal. Ich denke, du hast heute schon mehr als genug gesagt. Das hat ja gar nicht wehgetan. Ich habe sowieso keine Lust mehr, weiter auf dich zu hören. Nichts als die Wahrheit. Ich gebe euch mein Ehrenwort. Irgendwie schwant mir nichts Gutes. Herr Lawrence Kurtz. Ja? Sie haben also bis jetzt nur Falschaussagen gemacht? Nein, keine Falschaussagen. Ich habe nicht gelogen. Ich war nur... Nur was? Ich war mir nur nicht ganz sicher, wie genau der Täter den Tatort verlassen hat. Besonders nachdem Frau von Karma und ihre Peitsche mir verboten haben, mehr zu sagen. Ruhe, ich bitte um Ruhe. Franziska von Karma, was fällt Ihnen ein? Euer Ehren, hätten wir von diesen Zeugen die ganze Wahrheit gehört, wären alle der gleichen Meinung wie ich. Die da wäre? Es ist nicht komisch. Das reicht jetzt. Ich möchte jetzt hören, was ihr zu sagen habt. Also gut, dann lassen Sie mal hören, was Sie behaupten, gesehen zu haben. Ha, Sie werden es nicht glauben, aber es ist die reine Wahrheit. Halte uns bitte nicht allzu lange mit deinem idiotischen Gefasel auf. Zeugenaussage, die Wahrheit. Und gleich nach der Werbung, Mo heißt weiß es. Alles, was ich bisher gesagt habe, entspricht der Wahrheit. Als ich aus dem Fenster sah, lag der Direktor am Boden und Max stand daneben. Er hatte seine weißen Rosen zwar nicht dabei, aber er trug einen Zylinder. Und dann sah ich, von den Außerirdischen mitgenommen. Ja. Jetzt kommt die Wahrheit, haltet euch fest. Er ist geflogen, er sprang hoch und flog durch die Luft. Er ist weggeflogen und verschwand in der Dunkelheit. Deswegen hat man keine Fußabdrücke gefunden. Wer fliegt, macht keine Fußspuren. Er hat ihre Peitsche weggezogen. Ich habe ja gesagt, dass es nicht komisch ist. Glaubt ihr mir jetzt? Tja, das war... was soll man dazu sagen? Maximilian Galactica ist ein hervorragender Zauberer. Aber nach der Tat einfach wegzufliegen, das ist völlig unmöglich.
Da haben Sie recht. Warum sollen Sie recht haben? Den anderen Zeugen haben Sie doch auch geglaubt. Warum glauben Sie mir nicht? Immerhin ist das der Höhepunkt der Geschichte. Das ist das erste Mal, dass ich von einem fliegenden Verbrecher höre. Was halten Sie von dieser Aussage, Herr Wright? Und ja, wir haben jetzt drei Aussagen oder drei Möglichkeiten. Eine optische Täuschung, er sagt die Wahrheit. Ich träume das alles nur, oder? Ja, was von den drei Sachen wäre hier wohl die Antwort? Was glaubt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.